Bagger, nicht die Knife. Vielleicht auch alles nur aufgezeichnet, was wir hier sehen. Und vorher geskriptet. Also, direkt mit der Dropper angegriffen. Freiburg macht einen Kill, da steht immer noch jemand. Get right. Schnappt ihn sich, bevor er den Kill machen kann. Fallen in der Mitte, fällt gegen Michael Lele. Aber sie sind am Seitengang durch. Eventuell ist der Bombenplant drin. Dafür müsste Taco aber auf den Spot kommen. Ah, da war das Timing. So, jetzt ist irgendwie das Piepsen wieder drauf. Ah, Cold Zera. Die Runde noch nicht gewonnen für die Ninjas in Pyjamas. Aber jetzt ist Taco down. Cold Zera hat mit der P2000 nochmal einen kleinen Vorteil auf Distanz. Aber es reicht nicht. Get right. Holt ihn 1:0 für die Ninjas in Pyjamas. Und ich habe auch, habe mich nochmal informiert, der linkslastige Sound kommt wohl von, auch vom Clean Feed. An uns liegt es wohl nicht, sonst wäre meine Stimme auch nur linkslastig, aber es ist nur in-game. Und das kommt ja alles über einen Clean Feed. Und darüber habe ich dann halt keine Kontrolle. So. Force Buy. SK Gaming hatte keine Bomben, hatte keinen Bombenplant. Die Bombe ist jetzt gerade vor B positioniert. Vielleicht gleich auf Timing den Seitengang einnehmen, aber sie warten da noch eine Smoke ab. Get right. Ja, mit der XM. Starke Waffe. Laut NKJ. Aber es ist natürlich auch schon bestätigt worden. Und Nip deckt den B-Spot in nicht komplett im Bermuda-Dreieck. Dafür ist Get Right zu offensiv im Pop-Dog. Der wechselt jetzt nochmal die Position. Also für mich das Bermuda-Dreieck, wenn man da unten vor dem Eingang sitzt in den Dropper vom B-Spot aus. Einer hinten am Chicken und einer nah an der Titanic, weil dann kann man sich ja sehr gut supporten. Kann sehr viel Kreuzfeuer aufbauen. Freiburg mit dem Contact, der Molotow. Oh, er macht halt den Kill, die Bombe fällt ins Feuer. Und er will das tatsächlich halten. Richtig fiese Flash. Oh, da drückt er durch, aber da will er eigentlich zu viel. Xist mit dem Kill. Und er muss jetzt noch ein bisschen auf Backup warten. Und das ist da, Forrest macht ihn. Und Xist, auch wenn er nicht sieht, holt da Taco mit der USP. An die Tech-9 kommt er nicht mehr. Aber es ist das 2:0 für die Ninjas in Pyjamas. Nur Freiburg verloren. Und SK Gaming auch hier kein Bombenplant rausgeholt. Das heißt jetzt komplett sparen. Eine Flash hat man dabei. Und entweder jetzt den Dropper runter. Oh, das wird den Dropper runtergehen. Da freue ich mich, denn Geldright steht hier mit der XM. Eins, zwei, nein, keinen zweiten. Ja, Freiburg rennt halt einfach rein. Komplett zerstört im Dropper. Viele haben den Boden noch nicht berührt und sind schon mit dem Kopf in der nächsten Runde gewesen. 3:0, jetzt die erste Waffenrunde für SK. Es mangelt etwas an Equipment. Auch hier wieder die Erklärung dazu. Durch den Force Buy in der zweiten Runde gibt man etwas zu viel Geld aus, als dass man hier genügend Equipment hätte. Deswegen muss man da genau überlegen, wer kauft eine Smoke, wer kauft eine kauft einen Molotow. Das ist dann entscheidend. Das erfordert viel Absprache, aber das ist in solchen Teams meistens schon vorher festgelegt. So, und der Aufbau von SK Gaming ist halt erstmal wieder ein pick-orientierter Aufbau. Cold Zera ist an. Ich konnte es gerade nicht genau erkennen. Ich glaube, er ist hier oben mit am Dropper bei Fair. Taco zielt vom Holz aus ab. Na, Fallen ist mit oben, also zielt Cold Zera mit unten ab. Und FNX, der hält immer noch A. So, mit den Granaten bekommt man recht gut die Dropper-Kontrolle. Gute Gegenflash von Getright. Jemand, der den Dropper von Anfang an sehr gut spielen konnte. Und vor allem es sehr gut versteht, wie man die Gegner dort verzögern kann. Es sind jetzt nur noch 45 Sekunden. Wieder kommt da eine Flash rein. Und der ballert ihn halt einfach weg mit der XM. Einfach volles Rohr ins Gesicht. Wahrscheinlich mehr als ein Hit. Und da steht der einfach close. Damit rechnen sie nie, aber sie machen den Frag gegen ihn. Trotzdem hat Geldright halt so viel Schaden machen können. Und das Einzige, was SK Gaming gerade bleibt, ist mit den verbleibenden Spielern auf den Spacebot drauf zu gehen.
So, Taco ist am Spot, aber sie haben Freiburg nicht gesehen. Und der springt runter, Getright bekommt 2. Xist bekommt 2. Getright war ja schon down und Coldzera ist jetzt alleine gegen 2. Und er hat nur noch 11 Sekunden. Entweder 2 schnelle Headshots oder das Ding ist vorbei, denn an die Bombe kommt er in der Zeit nicht mehr. Und die Runde geht an NIP. Er saved die AK. Ja, und damit bekommt er kein Geld dazu. $450. Der hat auf 150 runtergekauft und einen Frag mit der AK gemacht. Und mehr war es halt nicht. Ja, und SK. Pistol Kevlar bei dazu. Vom Geld her sehr ausgeglichen, zumindest beim Rest des Teams. Und sofort der Rushblock an B. Aber den muss man eigentlich so nicht mehr machen. Könnte man sich sogar sparen. Die meisten Teams spielen das hier aus dem Aufbau heraus. Taco wird da durchgeschickt, aber er macht keinen Frag gegen Freiburg. Xist fällt ohne einen Kill zu machen. Und dann ist FNX da durch mit Problemen. Aber Fair bekommt auch noch Forest. Fair ist da nämlich am Window raus gewesen. Überzahlsituation für SK. Maikelele flasht sich hier früh rein, aber bekommt den Kill nicht. Und damit ist es nur noch Get Right. Und geht der safen? Ich glaube, er wird es versuchen. Macht den ersten Kill, verliert dabei viel HP. Und damit ist es jetzt unmöglich geworden, denn FNX, der steht hier schon close. Guter Spray von Getright. Ah, und mit der Smoke, die da vorne liegt, hätte er sogar etwas Deckung. Aber er geht weg. Und FNX, der will lieber hier die zweite M4 noch durchbringen. Die erste Runde für SK Gaming aus einem Force Buy heraus. Ja, der Save von Getright ermöglicht er hier auf jeden Fall nochmal zu kaufen. Also man hätte so oder so gekauft. Freiburg hätte legen können. Für Maikelele ist die AWP wieder drin. Oh, und da legt man Xist halt eine Autosniper. Und das in Runde Nummer 6. Sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Und jetzt spielt SK Gaming hier den Nip Bego, den sie vorgemacht haben. Boah, Coldzera stand da lange im Molotow drin. Noch 2 Molotows hinterher. Ah, Taco alleine raus. Ah, war zu früh, die Smokes lagen noch nicht. Und Fallen geht jetzt auch. Xist kann nichts machen. Wie viel Schaden macht Freiburg von der Säule aus? Zeigt sich nicht nochmal. Jetzt hat man Fair wieder runterbekommen. Aber sie kriegen keinen einfachen Pick. Und Forrest schnappt sich dann Coldzera. Fair. Auch den kriegt er nicht. Forrest sicher. FNX alleine gegen 4. Keinen Kill mehr. Und Getright geht sofort in den Hühnerstall und schnappt sich die Autosniper, damit er sie wieder Xist geben kann. Ja, und NIP hat hier gerade das Geld von SK Gaming zurückgesetzt. Die gehen halt nochmal in den Force Buy. Ja, das macht SK Gaming halt sehr, sehr gerne. Dieses Brechstangen-CS. Denn einmal versuchen sie es mit der Brechstange, weil sie halt so viel kaufen wie möglich. Und dann mangelt es immer an Equipment, weil sie eigentlich nicht genug Geld haben. Und brechen, weil es halt so häufig funktioniert. Und CS so eigentlich nicht gedacht ist. Zumindest als ich es angefangen habe zu spielen. Ah. SK Gaming erinnert mich ein bisschen an die Immortals im Match heute. Die haben eigentlich auch nur einen Spot gekannt, und zwar den B-Spot. Und das ging auch gehörig nach hinten los. Wir haben das erste Match verloren. Gegen Team Envias. Und
Jetzt hat man Fallen hier unten drin. Von SK Gaming erwarte ich aber definitiv mehr. Und Fallen verschießt. Auch nochmal im Nachsetzen. Freiburg ist aus der Ecke weg. Ich glaube, Fallen hat den Step gehört, aber er ist sich nicht ganz sicher. Jetzt können die Titanic-Spieler raus. Zumindest viel Druck, aber Xist hat halt wieder seine Autosniper. Und die kann er diesmal endlich einsetzen. So, guter Xist und Freiburg mit den nächsten Kills. Fallen kommt einfach nicht dazu, seine AWP einzusetzen. Ja, und da fällt Fair. Jetzt hat er nicht mal mehr die Möglichkeit, seine Waffe zu saven. Und Get Right geht da sogar rein. Und weiß, was ich gemacht hätte? Die Zeit abgewartet und dann hätte ich ihn danach geholt. Dann wäre man einfach vom Fenster reingegangen, von der Seite reingegangen und dann hätte er kein Geld gehabt. So, und Fallen bisher keinen Frag gemacht. 0-2-6 sind die Stats. Und es läuft überhaupt nicht für SK Gaming. Klasse Start für die Ninjas in Pyjamas. Gut, man kann sich ein bisschen über die Autosniper aufregen, weil das schon ziemlich greedy ist, das in der 6. Runde zu spielen. Aber zumindest haben sie SK jetzt mal in eine richtige Eco gezwungen. Das heißt, nächste Runde sollte es dann möglich sein. Boah, da hat er Fallen sogar getroffen. Sollte es dann möglich sein, dass wir mal eine richtige Waffenrunde von den Brasilianern sehen. Oh mein Gott, und es könnte gleich 7-1 stehen. Es wird sogar sehr wahrscheinlich 7-1 stehen. So, und Fair. Er wartet noch. Also es ist halt abwarten ohne Ende. Fallen hat versucht, da irgendein Timing zu finden. Oh, Get Right. Da kann er auch nur stehen bleiben, weil der Gegner eine Glock hat. Hat da wirklich viel Schaden genommen. Ja, und es ist der Winkel. Einfach nur der Ekel pur. Fair. Ah, da ist doch die Gelegenheit. Ah, ja, und das war's. Xist knappt ihn sich 7-1. Und das ist der Moment, in dem die Brasilianer aufgeben. Ihr seht es, die Pause ist drin. Da steht man kurz auf, legt die Hand auf die Brust und verdrückt ein Tränchen. Denn dieses Ergebnis, das ruft einfach Flashbacks, WM-Flashbacks hervor. Und deswegen, ich freue mich auch, wenn Mousebots gegen die Immortals in Gruppe A spielt. Weil dann könnte es halt wirklich 7-1 für Mousebots stehen. Ja, und den Chat, den müsste man jetzt mal in auf Reddit posten. Das wäre was. Ja. Ah, Fair, der will hier nur... Sieht so aus, als das, das Gesicht des Verdrängens. Und Fallen die Hand vors Gesicht, damit man die Tränen nicht sieht. Weiter geht's. Wichtige, wichtige Waffenrunde für SK Gaming. Denn wenn auch die verloren geht... Wie man die Scout halt einfach spielen kann. Du kannst mit der mit der Autosniper halt einen gewissen Bereich komplett ausschließen. Also solange du halt da reintackerst, läuft dir da keiner rein. Das hat man auch mal auf einem DAS-2-Match gesehen, wo man mit der Autosniper Mitte runtergetackert hat. Und da sind sie nicht durchgelaufen und dadurch ist der Baseboard frei geblieben. Also das kann man Tatsache nutzen. Ah, Get Right, geht er hoch? Er wartet noch. Jemand, der ein gutes Gespür für so ein Timing hat. So, der Molotow verrät seine Position auch nicht. Den kannst du ganz normal von unten werfen. Ah, Freiburg. Ganz schöner Molotow, aber der B-Spot ist jetzt frei. Der Xist konnte mit der Autosniper nichts machen. Aber Freiburg und Get Right mit den Kills gegen FNX und Coldzera. Nicht unmöglich, das zu halten. Für SK Gaming. Wir haben heute noch 2 Spiele für euch. Vergesst das nicht. Also bleibt bloß dran. Wir werden auch nochmal Energy Esports sehen. Und nochmal Dignitas. So, und Fallen mit dem ersten Fair kann die Position ausspielen.
Überzahlsituation. Der zweite sitzt auch und das war der entscheidende. Jetzt muss Getright das One-on-Three klatschen. Den ersten holt er, weiß, dass Taco hinten steht und eigentlich schießt er da richtig, aber da kommt nichts an. Und die Positionen sind jetzt halt komplett andere. Getright weiß nicht mehr, wo sie sind. Die Zeit ist um. Zweite Runde für SK Gaming. Und die war wichtig. Aber sie bringen nur zwei Waffen mit. So, und da hatte jemand nur noch 30 Kevlar. Und ich meine, unter 60 sollte man nachkaufen. Oder unter 50. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber 30 ist definitiv zu wenig. In den meisten Fällen hast du dann vorher auch einen Headshot bekommen. Also, dann lieber die $650 investieren und das Kevlar nachkaufen. So, und Maikelele geht's jetzt tatsächlich mal Richtung A, wo es gerade auf B funktioniert hat. Vielleicht ist das einfach der Gameplan. Ja, und Maikelele, der ist da Tatsache alleine. Da steht Forrest zwar an der Rampe, aber der hat aktuell keine Auswirkungen. Also, Maikelele hat sich deswegen auch zurückgezogen, weil er halt kein Backup von Forrest bekommen hat. Und ja, jetzt hat man hier Seitengang eingenommen. Die Kontrolle hat man. Das ist jetzt eine Spielumstellung von SK Gaming. Damit wird NiP im ersten Moment wahrscheinlich nicht klarkommen. Aber sie müssen irgendwo im Hinterkopf schon eine Taktik haben, falls SK Gaming den B-Spot nicht mehr anspielt. Und dadurch, dass SK nie wirklich schnell auf den Spot gegangen ist, an B, kann NiP noch nicht wissen, dass es tatsächlich der A-Spot wird. So, Coldzera nochmal ein bisschen Stress gemacht. Der geht jetzt auch zurück, genauso wie Fair. Maikelele hat hier eine schöne Position. Er steht außerhalb von dem Gelände, aber immer noch am Balkon. Ja, verschossen. Dann holt er Fallen. Der war wichtig. Das ist auch eine ganz kleine Lücke, die man da nur hat als T. Natürlich genauso groß wie die von den CTs. Und Fair immer noch an der Rampe. Oh, sieht viele. Oh, das wird ganz schwer für NiP. Xist noch mit einem. Jetzt hat man Fair geholt. Und Forrest steht halt hinten im Eck. Und das war der Schlüsselspieler in der Situation. Coldzera sollte den Backstep machen. Aber das war viel zu spät. 6 Sekunden und er war hier erst im Connector. Hat gehofft, dass da verschoben wird. Aber NiP, die haben den Braten gerochen. Und die Runde hätte SK Gaming niemals verlieren dürfen. Denn jetzt haben sie halt null Geld. Das ist gelogen. Sie haben ungefähr 2000 Geld. Aber sie gehen halt wieder in den Force-Buy. Ah, es ist wieder die Brechstange. Es ist halt wieder so eine eindeutige erste Halbzeit. Xist. Ah, der soll hier die Titanic spielen. Noch nicht perfekt. Er war immer wieder eine gute Möglichkeit für SK, um ihn zu picken. Er hat Freiburg jetzt auch als Backup. Das heißt, Freiburg kann nicht im Dropper aushelfen. Aber es geht nicht Richtung Dropper. Es geht komplett Richtung Titanic. Freiburg Doppelkill. Kriegt nicht den dritten, aber halt so viel abgelenkt, dass Xist und Getright ein einfaches Spiel haben. Ja, und da war es das auch. Das war halt keine Eco von SK, sondern ein Force-Buy. Aber sie hätten so oder so eine Doppel-Eco einlegen müssen. Deswegen ist der Force-Buy auch irgendwo verständlich. So, und ja, jetzt muss halt die Eco her. Und das in der 12. Runde. Wir können jetzt schon sagen, dass SK hier keine gute erste Halbzeit gespielt hat. Für meine Verhältnisse wieder zu viel B angespielt. Vor allem ohne vorher was Richtung A zu machen. Ah, Freiburg hilft da auch nochmal mit. Und da wird es Forrest egal sein, ob Freiburg den Kill macht. Denn da geht es einfach nur... Wow, schön. Den Turm hier oben. Ich finde, das wird viel zu selten gemacht. So, Türmchen im Dropper, die können einen schon komplett überraschen, ja. Und das Huhn, das sieht halt einfach nichts mehr. Und da läuft es halt gegen die Wand. Fair. Ah, schöner Shoulder Peak. Da will er eigentlich hinterher schleichen. Die Bombe geht jetzt Richtung... Oh!
Und er kommt noch weg. Da steht alles in Flammen. Er tut halt einfach so, als wäre Mother of Dragons und überlebt das Ganze. Aber jetzt ist Taco halt down. Die Bombe. Ja, Fair muss jetzt versuchen, hier an B abzulenken, damit man wenigstens den Bombenplant bekommt. Aber da hinten, da steht immer noch Freiberg und das war's. 7 HP bei, Fair gegen 4. Dieses Huhn. Fair. Er bettelt sich halt hier. Irgendwann wäre er rausgesprungen, einfach um die Kills zu machen. Und da seht ihr es. Kürbis auf dem Kopf. Und dann läufst du halt gegen die Wand. Machst du nix. Geht mir auch immer so an Halloween, wenn ich zu viel gesoffen habe. Und jetzt endlich wieder die Waffenrunde für SK. Gefühlt nur in Forcebys oder Ecos gewesen. Ein, zweimal eine Waffenrunde gewonnen. Und jetzt soll es schnell Richtung A gehen. Oh, Maike Lele könnte hier ein böses Timing erwischen. Aber er kommt nochmal rechtzeitig weg. Auch die HE etwas zu früh. Ja, und jetzt kommt der Go in die Mitte. Aber Maike Lele, sicher. Bleibt auch einfach oben stehen. Den verschießt er, kein einfacher. Wenig Sicht für ihn. Er antizipiert den Molotow, kommt dadurch mit viel HP weg. Jetzt muss Getright aufpassen. Und er fällt. Fallen schnappt sich Freiberg. Aber auf dem Spot, da steht immer noch jemand. Forrest, wie viel kann er machen? Nur einen. Xist mit dem nächsten. Der wird gerefragt. Maike Lele ist jetzt im 1 gegen 2. Und dessen Position ist noch nicht bekannt. Er hat ihn nicht gesehen. Starke Position von Fair auf dem LKW drauf. 10 zu 3. Ja, und A scheint wohl gut zu funktionieren. Allerdings greift SK den Spot etwas zu spät an. Zumindest der schnelle Argo hat gut funktioniert. Ja, und da, nach so einer Runde überlegst du sofort nochmal A gehen, vielleicht sogar A faken und B-Split spielen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, und mit dem First Pick von Fallen hier am Seitengang gegen Maike Lele. Gibt sogar noch ein paar mehr. Und er schnappt auch noch Forrest. Der A-Spot ist offen. Ja, und Get Right, er geht hoch. Ja, wurde er da gehört, das Eck muss gecheckt werden. Ja, und im Duell gegen Fair zieht er den kürzeren. Freiberg schiebt jetzt auf den A-Spot. Dropper-Kontrolle von Xist. Ja, und Freiberg verrät sich dann auch noch. Aber er kann nichts mehr machen. Auf den Spot kann er nicht mehr schleichen. Die Smoke hat ihm halt schon verraten, dass da jemand ist. Und Xist und Freiberg haben eigentlich keine andere Wahl, als ihre Waffen zu saven. Es gab viele knappe Runden. Ich glaube nicht, dass die Ninjas hier so viel Geld zurücklegen konnten. Und für den Waffensave war der Frag natürlich auch nochmal wichtig. Ein AK besser als eine M4. Und SK wird damit auf 4 Runden kommen. Und wenn sie hier keine weitere Waffe holen, dann ist das wahrscheinlich auch nochmal eine Waffenrunde für die Ninjas in Pyjamas in der letzten. Aber das wird nicht perfekt. Seht euch das Geld an. 1900 bei Get Right. Wow. Okay, das ist halt krass wenig. Da sind die zwei Waffen echt bares Geld wert. Zweimal legen. Der mit dem meisten Geld kauft selbst. So haben wir es früher immer gemacht. Das wird in dem Fall wohl Forrest sein. Und ja, Xist und Getright. Nee, Xist und Freiberg waren es, glaube ich. Die kaufen danach sogar Pause drin. Aber ich würde halt eher sagen, dass das eine technische Pause ist. Ich weiß nicht, ob NIP jetzt tatsächlich auf diese eine Runde noch ankommt, dass sie jetzt nochmal ein Timeout einlegen. Würde mich doch stark wundern. Ah, Pause ist raus.
so wie es sich angefühlt hat gerade, war es wirklich ein taktisches Timeout. Ja, dadurch, dass halt immer in der Halbzeit Werbung gespielt wird, hat man da halt sogar noch ein bisschen mehr Zeit als normal. Direkte Smoke Bego, aber nur angefaked. Axist verliert einen HP durch den Molly. Das war 1 in 1 übrigens. Schöner Gegen-Molly. Ja, und dann geht er zurück. Und ja, bisher viel Equipment weggeworfen worden von beiden Seiten. Und das ist natürlich jetzt eher Vorteil SK, weil die hatten mehr Geld und dadurch mehr Equipment als die Ninjas in Pyjamas. Eine Smoke noch bei ihnen. Ich bin gespannt, wie sie den B-Gau mit einer Smoke jetzt spielen wollen. Also das Beste, was sie machen können, ist den Blick Richtung Dropper versperren, indem sie die Smoke halt direkt Richtung Stein und Wand werfen. Richtung Vierer, Molotov. Unten an die Treppe. Xist muss da jetzt halt reinhalten. Er macht nur einen, aber immerhin den einen macht er safe. Freiburg, gute Ablenkung. Getright könnte zwei machen, aber sie machen sofort den Doppel-Refrag. Und dann sind halt Forrest macht sogar den Doppelkill gegen Fallen und Fair. 11 zu 4. Für die Ninjas in Pyjamas zur Halbzeit. Und ja, keine gute Halbzeit von SK Gaming. Und mit dem 7 zu 1, ja, da bist du halt natürlich komplett aus dem Konzept, wenn du da kurzzeitig 7 zu 1 zurückliegst. Wir machen eine kurze Pause, melden uns gleich zurück mit Halbzeit Nummer 2. Willkommen zurück und Halbzeit Nummer 2 sollte in wenigen Sekunden starten. Ja, wenn wir hier nochmal SK Gaming sehen. Ja, ein Team, das auch Comeback-Qualitäten hat. Also die sind hier noch nicht weg vom Fenster. Und ich möchte euch nur noch mal an das Mousebot-Spiel heute erinnern. Denn bei diesem Mousebot-Spiel, da lag Mousebots auch sehr weit vorne. Und am Ende war es doch sehr, sehr knapp, bis man das Ding gewinnen konnte. Nips will direkt auf den A-Spot, aber fair hier. Ganz kleine Kante, da sieht man ihn halt kaum. Das war alles nur Fake Cold Zero mit einem starken Headshot. Jetzt splittet man hier von der Seite Cold Zero mit dem nächsten. Der holt auch noch Get Right. Nur noch Xist. Aber was willst du tun? 1 gegen 5. So, den
wechselt zum Burst Mode. Und den hat Fallen gehört. Oh, starker Headshot. Oh mein Gott, und jetzt Burst Action. Aber fair im Sprung einfach. Ich glaube nicht mal. Also den hat er einfach irgendwie im Weglaufen noch bekommen. 11 zu 5, ganz wichtige Runde. Starke Shots von Coldzera. So. Ah, das ist jetzt aber technisch. Technical Timeout. Viermal UMP bei SK Gaming. Taktische Pause? Nie im Leben. Warum sollten sie nach der verlorenen Pistol Round eine taktische Pause einlegen? Vielleicht irgendeinen Masterplan für genau diese Situation hochführen und die Pistol Round in der zweiten Halbzeit verlieren. Und da muss nochmal ganz genau besprochen werden, was man jetzt macht. Ah, vielleicht auch einfach, weil es halt diese Timeout-Regelung ist, wo du zwar kurze Timeouts hast, aber dafür 4 Stück pro Match. Und dann kann man sowas halt auch mal machen. So, und was auch immer man gerade besprochen hat, Fair hat was dagegen. Denn der schnappt sich erstmal Forrest. Fallen auch noch am Seitengang. Holt sich Get Right. Es geht sofort zurück. Jetzt kann man hier auch ein schönes Kreuzfeuer aufbauen. Ah, er will noch mehr. Zweiten, dann ist Xis da. Und mehr Geld darfst du Fallen eigentlich auch nicht geben. Ja. Denn der möchte natürlich so schnell wie möglich auf die AWP gehen. 11 zu 6. Und diese 4 Runden, die könnten sogar ein bisschen mehr Sicherheit gegeben haben, als wenn es nur 3 oder so gewesen wären. Denn 4 Runden Puffer, das ist schon okay. Und ein Comeback auf der CT-Seite definitiv nicht unmöglich. Denn du kannst das Spiel auf dich zukommen lassen. Musst natürlich hochkonzentriert sein. Darfst dich niemals von den Ts überraschen lassen. Aber es ist trotzdem einfacher zu reagieren, als zu agieren. So, Nipp halt jetzt in der Komplett-Sparrunde. Sollte für SK eigentlich no problemo sein. Ja, sie haben FNX hier close. Und normal die UMP ja eher so für den Nahkampf gedacht, denn die Feuerrate ist schon sehr langsam. Und wenn du im Nahkampf bist, dann willst du eigentlich so viel wie möglich in so kurz wie in so kurzer Zeit wie möglich aus dem Magazin rausdrücken. Und warum kein geschlossener Dropper Go? Aber das Kreuzfeuer, das sie hier haben, ist halt mega stark. Und da kannst du eigentlich nichts machen, wenn du nur Glock hast. So, FNX, Position bekannt. Und in dem Moment fragst du dich wirklich, sollen wir da echt runter? Das ist, als wären da Stacheln, die wehtun. Und sie wollen halt wirklich runter. Der Lemming Train unterwegs. Ja, sie kriegen sogar einen Kill gegen FNX. Freiburg versucht alles, um da noch irgendwie einen Kill zu machen. Klappt halt nicht. Fair holt in sich nur noch 4 Runden Abstand zu den Ninjas in Pyjamas. 11 zu 7. Aber die Schweden, die haben jetzt die erste Waffenrunde in der zweiten Halbzeit. Mal sehen, ob Michael Lehle auch schon eine AWP hat. Nein, hat er nicht. Taco bleibt auf der UMP. Man muss halt immer dran denken, dass es halt nur 5 Runden sind, die den Ninjas fehlen. Und die sind halt auch, die können halt auch schnell geholt sein auf Cobblestone, wenn du halt früh das richtige Mittel findest. Exist. Kleiner Movement Fail ist da runtergefallen. Ja, das ist zumindest etwas besser als bei SK Gaming, dass sie einen Spieler an A haben. Aber den musst du halt auch ein bisschen arbeiten lassen. Der soll da erstmal, das ist Forest, bisschen Equipment verbrauchen, vielleicht Equipment vom Gegner ziehen. Irgendeinen Raum da vorne einnehmen, aber er zielt halt nur ab.
Und das ist dann eigentlich zu wenig, weil dann ist es einfach für SK Gaming, jemanden rüberzuschieben, wenn sie wissen, da ist nichts im Seitengang, da ist nichts in der Mitte. So, jetzt hat man hier auf die Gelegenheit gewartet. Freiburg eigentlich mit einem guten Timing. Getred muss den Kill machen, aber Taco holt ihn. So, da geht's jetzt vor Cold Zero. Auch eine starke AWP. Ja, die Smoke jetzt verworfen, die nimmt ihm halt eigentlich alle Möglichkeiten. Und eigentlich wollte er die rauswerfen, dass er verschieben kann. Forrest, 20 Sekunden, Fallen holt sich noch Maikelele und jetzt ist Forrest halt alleine gegen 3. Fallen schnappt sich auch ihn. Die Doppel-AWP von SK Gaming funktioniert superb. 11:8 und die nächste Eco für die Ninjas in Pyjamas. Die halt jetzt schnell mal 5 Runden abgeben. Fallen offensiv, wow. 7 HP, da ist er halt richtig krass getaggt worden. Und Fair hat Mittekontrolle nicht, da hätten sie halt Danger reingekommen. Fair schießt so viele an. Und Fallen, der versucht nur hier so lange wie möglich zu überleben, Zeit rauszuholen, damit seine Mates kommen. FNX hat auch nochmal einen Headshot kassiert. Und dann holen sie Fallen, wissen wo FNX steht. Getright hat eine AWP. Ja, guter Spray, FNX mit einem einfachen Kill. Und den Wilksis dann holt und den holt er sich auch. Taco ist jetzt ganz alleine. Gegen 3. Geht. Ja, hat sich jetzt gerade verraten mit dem Pick. Und Xis holt auch ihn. Starke, starke Eco von den Ninjas in Pyjamas. 12:8. Eine Runde. So eine Runde darf halt eigentlich nicht passieren, aber sowas kann halt ganz schnell passieren. Bist irgendwo alleine, riskierst einen Peak wie Fallen und auf einmal fliegen dir da ungebratene Schnitzel ins Gesicht und klatschen dir halt links und rechts um die Ohren. Ja, hat noch alles versucht, aber es hat halt nicht gereicht. So, aber SK kauft nochmal. Mit kaufen meine ich Doppel-AWP und Doppel- Max 7 und ihr wisst alle, doppelter Swag hilft immer. Ja, Nip geht halt wieder zurück auf den alten Aufbau und ich verstehe es halt manchmal nicht so ganz, aber vielleicht blicke ich halt noch nicht ganz durch, was die Teams sich jetzt genau denken. Aber erstmal in eine Pickphase zu gehen, ist auch okay. Du kannst halt später immer noch verschieben. Jetzt allerdings nicht mehr. Es ist noch eine Minute und es kostet halt schon etwas Zeit, Seitengang und Mitte einzunehmen. So. Flash unten hin. Taco möchte eigentlich aushelfen. Ja, und Getright wird halt einfach von zwei Seiten zerschossen. Und Taco bekommt noch den nächsten, aber jetzt haben sie beide geholt. Cold Zero hinten immer noch mit der AWP. Zielt da an und macht den Kill. Ist links abgesmoked. Die Bombe kann jetzt noch nicht gelegt werden, denn Cold Zero könnte natürlich noch zu einer großen Gefahr werden. Der peakt darum. Ja, sicherer Shot gegen Forrest. Driver Xist ist der letzte verbleibende Spieler von Nip. 1 gegen 2. Gegen 2 AWPs und Cold Zero holt ihn durch die Smoke. Ich glaube, er ist einen Moment zu früh rausgelaufen. 12:9. Der Money Reset für die Ninjas in Pyjamas. Ja, und das halt in einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich hätten davonziehen können. Wenn sie denn die Runde gewinnen. Aber ich finde, die Doppel-AWP von SK funktioniert halt einfach saustark. Du hast einmal Fallen, der halt an A sehr viel Kontrolle halten kann mit der AWP, der Fair gut unterstützen kann. Und Cold Zero, der halt aus dem Chicken Coop seine sicheren AWP-Frags macht. Einfach ja, sauber gespielt. So, Fallen wird weggeflasht. Zielt er an. Es geht um einen sicheren Kill und er weiß genau, dass da schon jemand oben sein kann. Ah, Fair wird überrannt. Auch Fallen fällt gegen Xist. FNX holt sich da die Bombe. Es ist ein 3 gegen 3. Und dann holt Taco noch Get Right am Holz. Also, jetzt muss NIP aufpassen. Sie haben keine Smoke mehr.
ein Molotow ist eine gute Deckung, wenn der Gegner dich nicht pushen soll, aber ein Sichtschutz ist es definitiv nicht. Freiburg ist jetzt mit der Bombe aber Richtung Spot durchgekommen und Forrest hat eine gute Position. War eher ein Problem, wenn Taco da runterläuft. Der könnte ihn zuerst sehen, aber er holt sich Taco. Und die Smoke kann er dann halt auch noch ausnutzen. Und versucht das jetzt auch auszuspielen. Es sieht FNX, was ein Lenkrad. Sieht man ganz selten von Forrest. Und er kommt nochmal in die Deckung. Aber sein Mate ist dabei gefallen. Und dann geht FNX halt einfach wieder raus. Hoch auf den Balkon. Und schnappt ihn sich. Und damit hat Forrest dann überhaupt nicht gerechnet. Eieiei. Sind das da die Nerven bei Forrest? Ohne Kit klappt der Diffuse. 12 zu 10. Ich weiß nicht genau, was Freiburg gemacht hat. Vielleicht wollte er aushelfen. Aber eigentlich hatte Forrest da recht gut Kontrolle. Und NIP muss sparen. Viermal Deagle und Michael Lele nur auf der Glock, denn der möchte AWP spielen. Na, Fallen hat er Getright gesehen. Na, und mit dem Molotow darfst du dann zurück. Exist. Problem. Ich sehe in letzter Zeit öfter, dass diese Jumpshots so versucht werden. Aber klar, in dem Moment, wo man den Leuten erzählt, wie sowas ganz genau funktioniert, und das hat Valve im Endeffekt ja gemacht, kann man sich sowas antrainieren, das perfekte Schusstiming. Gerade als Profi ist das gar nicht so schlecht, wenn du das aus dem Gefühl heraus sofort machen kannst. Okay, da ein Flash, aber fair. Wow, schönes Brett von Xist. Fallen weiß, was die Uhr geschlagen hat. Wow, der nächste Schwinger von Forrest. Ah, jetzt müssen sie halt immer noch da am Tor durch. Versuchen alles. Und das ist halt Zeit, die für SK Gaming tickt. So, und Getright soll wohl jetzt stehen bleiben. Ah, der ist die erste. Der wird jetzt hier reinsprühen, damit sie durchgehen können. Ah, Cold Sea Rush schnappt ihn. Get right. Wichtiger Kill. Holt noch einen zweiten. One on two. Für FNX. Die Bombe kann jetzt auf den Spot. 10 Sekunden. Und den Plant wird er nicht verhindern können. Und Xist steht unterm Balkon. FNX muss das abziehen. Jetzt hat er ihn gesehen. Einfacher Kill. Für FNX. One on one gegen Get right. 28 gegen 24 HP. Und Get right macht es. Holt die Runde. Für die Ninjas in Pyjamas. 13 zu 10. Oh, und das Geld von SK ist alle. Die letzten Runden waren zu teuer. Die letzten Runden waren zu teuer. SK muss sparen. Und das ist halt jetzt wirklich... Das ist crucial. Das ist wirklich sehr, sehr bitter für SK vom Timing. Denn jetzt in die Eco gehen, heißt die 14. Runde an NIP abgeben. Außer sie klatschen da jetzt mit der USP ordentlich rein. Aber das ist halt Pre-Fire-Spot. Ja. Fair hat da schon gut Schaden gemacht. Das ist es halt. USP. Selbst zwei Headshots sind da gegen den Helm zu wenig. Und Get Right hier ganz geduldig mit dem Ellenbogen auf dem Gerüst. Ja, warum nicht auch ein Headshot? Und ja, jetzt nur noch Cold Zero. Und NIP macht das genau richtig. Gehen jetzt auf den B-Spot, der ist frei. Vielleicht ein bisschen zu vereinzelt. Get Right ist ja schon stark angeschossen. Cold Zero könnte da immer noch 3 Kills machen. Jetzt hat er sich aber verraten. Ah, einer passt. Und unterschätzt das man nicht. Die USP kann da gut reinklingeln. Wenn das mal keine Team-HE war, die Freiburg da auf 18 HP schießt. Aber er kriegt keinen weiteren Kill. 14 zu 10. Die Ninjas in Pyjamas
Sie brauchen nur noch 2 Runden. Ja, Michael Lele ist noch nicht ganz angekommen in Sao Paulo. 5 zu 14 Stats. Da kann er froh sein, dass Getright und Xist ganz gut gegendrücken. Ansonsten, ja, bei Taco sieht es nicht besser aus. Der hat erst 6 Kills. Und diese Buy-Round von SK ist halt mager. Richtig, richtig mager Quark. Fallen auch keine AWP. Der hat eine Max 7. Gute Position da vorne im Seitengang. Aber Freiburg, es ist halt einfach richtig geil, was der für Headshots macht. Einfach nur schön. Auch der Molotow-Pass, da kann Fair nicht auf Timing reingehen. Fair hat noch eine Smoke und eine Flash. Frage ist, ob er sie gut einsetzen kann. Ein A-Flash von Freiburg. Und da machen sie den Tower. Fair. Oh, Fair sieht sie. Und Fair macht sogar den Kill. Und eigentlich war das jetzt Vorteil NIP. Sie können über die Smoke gucken, aber da Fair geduckt ist, sieht er den Jump halt, weil der halt zu hoch ist. Und sie sehen ihn nicht, weil er zu nah an der Smoke dran steht. Also irgendwo passt halt irgendwas nicht mit den Smokes. Ja, Getright holt sich FNX. Das war ein zu einfacher Kill für Getright. Der geht jetzt auch mit Richtung A. War halt perfekt. Denn jetzt ist der Fokus auf dem Dropper. Man muss auf Getright aufpassen. Coldzera schiebt drüber, hinten am Spot. 20 Sekunden. Und keine Granaten mehr für NIP. Sie müssen jetzt auf Fair aufpassen. Der steht hinten im Eck. Coldzera ist bekannt. Oh Gott, 10 Sekunden. Das ist halt sowas von eng. Bombe in der Hand. Wird nicht gelegt. Sie holen Fair. Der Plant geht durch. Und sie machen es tatsächlich. Junge. Knapper kannst du kaum auf den Spot laufen. 15 zu 10. Die Ninjas in Pyjamas haben hier 5 Matchbälle. Und vor allem hat SK Gaming kein Geld. Die müssen sparen. Die müssen... Ja, sparen ist falsch. Sie müssen einen Force-Buy machen. Sie haben ja keine andere Wahl. Sie dürfen keine weitere Runde verlieren. Und müssten 5 in Folge holen. Und erstmal dicke Nicht. Zumindest dachte ich... 97, ach Gott, ich habe erst 27 gelesen. RIP. Brille. Okay. Get right. Ah, der Molotow schneidet ihm da ein bisschen den Rückzugsraum ab, aber es ist da oben kein Problem. Ja. Vielleicht sieht SK Gaming sich jetzt auch gezwungen, A, offensiv zu gehen. Sie stehen sehr viel näher. Und habt ihr gesehen, was das für eine Millimeterarbeit da unten ist? Dass man den Spieler in der Ecke nicht sieht. Get right. Ja, er wartet halt noch. Es ist noch keine Zeit gekommen. Also es ist noch nicht die Zeit gekommen, dass er unten in den Dropper reingeht. Jetzt möchten sie Tatsache A angreifen. Und wenn die Offensivaktion von SK Gaming da fehlschlagen, dann... Die Runde so wie durch. Fallen ist bekannt, will jetzt in Danger rein und schießt sich den Weg da auch frei. Mit der Flash wird er an die AK kommen. Er hat... Oh, er kriegt die nicht. Schön gespielt von Fallen. Nicht eine Sekunde zu spät die AK gepickt, aber er musste erst checken, ob da noch jemand steht. FNX fällt. Anscheinend gesehen worden oder einfach nur gut abgezielt. Fair verliert sein Duell gegen Freiburg. Nur noch Taco und Coldzera. Taco mit dem ersten. Coldzera von der Seite holt sich... Auch noch Get Right, One-on-One, Coldzera gegen Michael Lele. Und jetzt ist es natürlich Time to Shine. Und hat er ihn gesehen und Michael Lele macht ihn. 16 zu 10, die Ninjas in Pyjamas gewinnen hier gegen...